losgehe. Wir kriegen gleich die Erklärung hier. Ich habe deinen Namen wieder vergessen. Daniel, meine Güte. Ich und Namen, du. Daniel übernimmt gleich die Kamera hier, aber ich zeige dir gleich die Leute. Hier sind ein paar Leute mit. Was denn? Du kommst nicht rauf. Ich verlinke Instagram von euch da drunter. So. Moin, Leute. Jetzt müssen wir auf Dirk warten, ne? Ja, dann schmeiß ran die Bahn. So, ich gebe euch gleich weiter hier an Daniel. Daniel, ich kann dir das hier zeigen, wie du das machen musst, aber nur. Guck mal, so, wenn du so hältst, da filmst du dich selber. Ja. Da kannst du mit den Leuten reden. Und wenn du hier rauf drückst, kannst du die Kamera wechseln. Ja, alles locker. Ja. Dann mal los. Ja, dann stell dich mal auf. Lass mich mal einigen, ne? Oh Gott, der ist ein bisschen enger. Das ist der letzte. Ein bisschen enger. War der schon kaputt? Ja, so. Komm, wir nehmen. So. Der Pro, Alter. Komm, wer so viel Ausstattung hat, ne? Ich hab ein Tor. Boah, ich kann jetzt schon nicht mehr. Sitzt du schon drin? Und das ist ein Grund, warum ich kein Jura bin. Kommt mit näher ran. Damit wir die Abstandsregel einhalten, stellt euch bitte nicht so nebeneinander hin, sondern voreinander mit den Schieren. Dann hat man eigentlich gleich verkauft. Angenommen. Habt ihr gehört? Schön, dass ihr hier seid. Genau, einmal so hinstellen. Ja. Mit Gesicht dahin wegen der Abstandsregel-Einhaltung. So hinstellen. Mit Gesicht dahin. Ja, dann ist schon immer schlimmer, als wenn ihr jetzt. Wir sind auch schon mal ein Auto gerade gekommen. Oh, der Ja, ey, das ist halt Spaß, ne? Spaß. Ja, alles klar, dann läuft ja mal zu. Könnt ihr euch jetzt noch einmal melden, wer es jetzt noch nie gemacht hat? Alles klar, wir wollen das nicht fahren. Die Skier, die habt ihr vielleicht schon gesehen, da gibt es zwei Lipsis. Wenn man die zusammendrückt, kann man die Dinger nach hinten schieben. Genau. Und ich kann euch die dann ganz einfach festdrehen. Und macht es am besten mal, dass ihr schon alle in euren Skiern seid. Ja, du musst die ganze Zeit. Wie seine Idee war das? Alexander, du hast dann noch das geschrieben. Ja, geil. Ja. So, Vorsicht. Sind auf dem Wasser. Da hältst du mit den Leuten. Läuft gut die Unterhaltung? Läuft gut. Geht der Chat? Schreiben die was rein? Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Moin, Leute! Ja. Das wollen wir mal warten, bis die Leute noch zukommen langsam. Im Moment ist noch nicht so viel los. Was? Im Moment ist noch nicht so viel los. Ja, das muss man mal warten. Hauptsache, wir haben das ja für YouTube. Da alles klar. Sind alle großen Westen raus? Ja. Soll ich nochmal zurückfahren? Nee, ist nicht so schlimm. Ich glaube, die Grau geht auch, da musst du die mal ganz, ganz weit stellen an den. Dann geht das bestimmt. Dirk, zieh dich um. Komm, die Grau. Achso, nein. Ich fahre oben. Nein. Dirk, kannst du mir auch was helfen? Ich weiß. Komm her. Dann mach ich die Gruppe noch mal hin. Seid ihr fest genug? Das ist allzu falsch. Ja, natürlich. Wie hättest du anders angegeben? Ja, das ist Dirk. Das ist auch.
Aber nicht, dass ich hier vorne gleich hier runtergehe. Nicht so langsam. Ja, ansonsten fahre ich gleich nochmal, wenn einmal alle eingebunden sind. Ja. So, ich bin fertig. Hast du Skier? Nee, ach so. Du musst doch dein Bein hochziehen. Ach, wer denn? Der hat ein T-Shirt an. Siehst du aus? Ja. Alter, wir brauchen klatschen. Alter Spiegel. Man kann auch mit Sportis fahren, also das ist es nicht. Das egal. Oh, geht los! Kann ich wieder dir mal angucken lassen. Ja, war für dich, die haben mir jetzt ein Nupsis. Hey. Das ist mal Kinder. Das sieht so aus. Gut, sind alle ready? Ja. Okay. Kann einer mal die Hand, jeder die Hand heben, der überhaupt noch nicht gefahren ist? Alle, okay, alle quasi. Gudi, dann erstmal herzlich willkommen. Ich bin Ole, das ist Jona, euer Hebler. Wir helfen euch und bringen euch das heute dann bei. Ich gebe einmal eine Einweisung. Ihr könnt euch, wir duzen uns eigentlich ja, quasi alle hier am Lift, deshalb, ich hoffe, das ist okay. Hier ist nur einer etwas steil. Jo, okay, gut. Dann zu der Einweisung kommen vier wichtige Punkte. Das ist einmal der Start hier vorne, dann Kurven, dann der Ausstieg. Mit dem, das ist das weiße Bodentor dort und ein paar Sicherheitsregeln. Das sind so wirklich die solltet ihr ein bisschen drauf haben. Starten tut ihr. Ihr seid echt erstmal schon gut in den Skiern drin. Die sollten so fest sein, dass ihr sie anheben könnt, ohne rauszuspringen. Genau. Starten tut ihr, indem ihr euch anstellt, euch auf die Rampe stellt. Es geht erst immer los, wenn es dort oben grün wird. Das kann ich einmal kurz. Das wäre gut, ich bin fahren. Wenn diese grüne Lampe leuchtet, dann nehmt euch den nächsten Mitnehmer, das sind die Teile mit den Nummern oben dran, nehmt euch mit, zieht euch aus Wasser. Wenn das losgeht, kriegt ihr eine Hand in die Hand, wir sagen es euch auch immer, okay? Also ihr werdet nicht einfach mitgerissen. Wenn ihr diese Hand in der Hand habt, geht ihr alle mal schön tief in die Hocke, das könnt ihr mitmachen, ein bisschen Beine schon mal aufwärmen, soweit es geht, okay? Ja. Ja, genau. Denn je tiefer ihr seid, desto besser ist euer Schwerpunkt und desto stabiler steht ihr auf dem Wasser und werdet aufs Wasser gezogen, okay? Wichtig ist, wirklich richtig wichtig ist, das machen viele falsch und ziehen die Arme immer reflexartig an, ist, dass ihr die Arme möglichst lang lasst, okay? Schön lang lassen, dadurch bleibt ihr auch am liebsten. Würdest du Musik ausmachen? Ja. solltet ihr trotzdem nach hinten fallen, zieht ihr dann nicht die Arme an, weil dann fallt ihr noch mehr nach hinten, weil dann das Brett nach vorne oder die Skier nach vorne fliegen, sondern ihr nehmt die Hand hin und drückt sie gegen Wasser, sodass euer Gesäß wieder hochkommt, okay? Das ist wichtig. Ihr spannt alles, was ihr habt an Muskeln an, lasst euch aufs Wasser ziehen, ihr müsst noch gar nicht lenken, bleibt in dieser tiefen Position. Ihr landet dann irgendwann unter dem Umlaufseil und werdet erstmal gerade in Richtung Kurve gezogen, okay? Wenn ihr euch sicher fühlt, dass ihr gut steht und Balance habt, könnt ihr euch langsam aufrichten. Aber nicht so weit, dass ihr natürlich die Beine durchdrückt, das ist klar, sondern immer noch in einer gesunden, gebeugten Haltung. Okay? Ihr müsst quasi auch aufstehen, denn wenn ihr es zur Kurve wollt, müsst ihr lenken. Das tut ihr, indem ihr euer Gewicht in die Richtung verlagert, in die ihr fahren wollt. Sprich, die roten Bojentore in der Kurve, die sind weiter rechts. Das heißt, ihr verlagert euer Gewicht nach rechts und kantet dabei den linken Ski leichter an. Das könnt ihr alle mal ein bisschen üben, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt. Okay? Wir haben keine Markierungsbojen hier. Das heißt, fahrt rechtzeitig, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt der Kurve, ihr fahrt rechtzeitig raus zur Kurve. Wenn ihr nämlich unter dem Umlaufseil bleibt, wird das Seil auf einmal ganz schlaff und locker. Und dann kommt so ein extrem starker Zug, der euch voll nach vorne haut, okay? Deshalb schön zum Bojentor fahren, unbedingt bitte durchfahren. Wenn ihr merkt, dass ihr es schafft, durch das Bojentor zu fahren, hört ihr auf zu lenken. Ihr wollt ja nicht gerne lang fahren, sondern nehmt die Skier wieder gerade. Gegebenenfalls lenkt ihr schon sogar ein bisschen in die andere Richtung, das heißt, ihr braucht das linke Bein verschieben
und dann fahrt ihr, lasst ihr euch ganz entspannt um die Kurve rumziehen. Das macht ihr bei jeder Kurve so. 2, 3, 4. Und hier bei der fünften könnt ihr dann entscheiden, ob ihr noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Aber die Problematik umgehen wir nicht. Also ihr dürft auch so viele fahren, wie ihr wollt, bis wir irgendwas sagen. Aber ich denke mal nicht, heute sind wir so wenig, ihr könnt echt Gas geben. Wenn ihr nicht mehr fahren wollt, fahrt ihr bitte durch dieses weiße Bojentor. Das ist jetzt nicht hier mit der orangen Boje, ich weiß nicht, die eine ist da ausgeglichen. Das ist absolut das weiße. Ja, genau. Das ist das weiße Bojentor, das ist unser Ausstiegstor. Wenn ihr da durchfahrt, wissen wir, dass ihr raus wollt und nehmen die Leine raus. Okay, und dann kann der nächste nämlich direkt schon starten. Das ist ein laufender Übergang. Ja, wollte ich gerade sagen. Nur wenn ich in der Nähe von dem Wald bin, dann weiß ich Bescheid. Ihr könnt die Hunting natürlich auch jederzeit loslassen. Das ist nie das Problem. Dann nehmt ihr euch auch einfach raus. Okay? Ja. Genau. Dann fahrt ihr durch, schubt an Land und dann habt ihr erstmal, was das Fahrtechnische angeht, alles soweit gehört bekommen. Jetzt die Sicherheitsregeln. Wichtig ist, wenn ihr ins Wasser fallt, guckt ihr immer, wo seid ihr? Hände vor dem Kopf, Kopf schützen, gucken, wo sind eure Skier, gucken, ob jemand von hinten kommt oder gucken, ob eine Hantel, wenn jemand hinter euch reinfällt, dann ditcht die Hantel so übers Wasser. Wenn die auf euch zukommt, sofort aus dem Weg schwimmen. Solltet ihr das mal nicht schaffen, wenn jemand auf euch zukommt oder diese Hantel auf euch zukommt, nicht aus dem Weg zu schwimmen, nehmt ihr den Kopf, taucht ihn unter Wasser, sodass nur noch die Brandschutzweste rauskommt und dann ditcht die Hantel einmal über die Weste. Kein Problem, die Weste ist so dick, das spürt ihr wahrscheinlich gar nicht. Und es kann nichts passieren, okay? Ansonsten nehmt ihr die Skier vor euch und schwimmt immer auf dem kürzesten Weg zum Land. Okay, da hinten ist ein bisschen schwierig, dann müsst ihr dann ein kleines Stück schwimmen hier vorne hin. Aber es sind überall Einbuchtungen im Schilf. Das heißt, ihr geht dann lang und geht dann zurück. Nicht, wenn ihr da drüben rausfallt, hier zum Start schwimmen, okay? Da ist auch noch irgendwie raus. Ja, genau, der ist hier vorne bei der Kurve. Ja, genau. Der ist hier vorne bei der Kurve. Ja, aber nicht, hast du eigentlich schon gesagt, nicht den Weg hier links weiter rumgehen, den See, weil der geht dann noch ein Stück weiter und kommt hier gar nicht ran. Ja. Also entweder hier vorne zum Mast schwimmen oder eben rechts. Ja. Wichtig ist auch noch, wenn ihr diejenigen seid, die auf Personen, die im Wasser liegen, drauf zufahrt, lasst immer, fahrt bitte entweder großzügig dran vorbei, einige Menschen mögen das nicht, wenn Leute sehr dicht vorbeifahren. Fahrt möglichst dran vorbei. Solltet ihr das mal nicht schaffen, lasst los. Die Notbremse funktioniert so, ihr lasst euch einfach nach hinten fallen. Arschbombe nach hinten und staubt sofort. Genau. Also bitte loslassen, hier soll sich keiner verletzen. Wichtiger Punkt ist auch noch, genauso bei den Rampen. Solltet ihr mal aus irgendeinem Grund, natürlich nicht, voll auf die Rampe zu fahren, loslassen, nicht drüber fahren, ihr habt keinen Helm auf, ihr habt Skier, das funktioniert nicht. Ansonsten, solltet ihr mal Probleme haben, aus den Skiern nicht rauszukommen im Wasser, könnt ihr euch auf den Rücken legen, an die Skispitze fassen und sie zu euch ziehen, okay? Dann flutscht ihr auf jeden Fall raus. Das wär's, oder? Ja, gut, dann geht's los. Viel Spaß. Genau, wenn es nicht richtig fest ist, dann zieht euch noch mal hinten gegen. Einmal richtig für euch. Aber bitte an die Skifahrer, wenn ihr die Hand bekommt, rutscht einmal ganz zurück, das ist eine Spannung. So, rutsch mal zurück. Immer blöd, wenn der erste so losstartet. Ja. Einmal noch für euch. Motivation 100. Er lehnt sich gerade, hört ihr mir einmal alle bitte zu, er lehnt sich gerade mit seinem ganzen Gewicht ein Seil rein und wenn man das auf dem Wasser macht, dann stößt man die Skier nach vorne und fällt auf den Arsch. So. Das wollt ihr nicht. Also, gibst du mir die noch einmal? Und jetzt gehen wir in die Hocke, so tief du kommst. Jawohl. Ja, okay. Pass auf, dass du dich nach hinten kippst. Aber bleib mal in der Posi und jetzt kriegst du die Hand. Jawohl, so sieht das schon viel besser aus. Also wenn ihr auf dem Wasser seid, dürft ihr euch nicht zu sehr ins Seil reinlehnen, sondern versucht, dass eure Füße immer ungefähr unter eurem Hintern bleiben. So, geht los. Jawohl! Genauso macht ihr das dann auch, ne? Wer hat gut zugehört? Ja.
Arm ab. Kannst du hochkommen. Ja, Arme schon lang lassen, du ziehst schon. Das ist schon ein Bizeps zeigen. Ja, wollte ich nicht. Arme lang lassen. Oh, was deine, deine Hände? Das war gerade perfekt. Wir machen gleich wieder Analyse. Als deine Arme lag. Was passiert ist, er hat die Arme sofort angezogen, reflexartig, und ist darauf gefallen. Hätte er das nicht getan, wäre jetzt schon mal tot. Ich kann nicht trinken. Papa!
Deine. Digga, stand. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Hey, das ist auch nicht einfach. Hier, gerade wenn so einer losfährt und ja, ist alles einfach, die Bahn ist einfach, alles easy. Dick, einfach, Dick. Kann auch mal, das ist... Dick, komm gleich. Wo ist denn mein Spatz überhaupt? Ja! Ja! Hui! Hui! Ja! Arlen! Oh! Arlen! Oh! Ja! Wie geil, Alter! Alles gut, alles gut. Papa, vorbeikommen. Oh! Yes! Papa! Was war denn da los? Das war ihr Plan. Das war ihr Plan. Wie viele Runden bist du gekommen? Gut. Ist anstrengend, ne? Als Nicht-Sportler. Warte, Marisa, was machst du denn? Klasse! Super! Und ab und los! So, jetzt. Alter, jetzt machen wir das war alles mit Wenn ich raus will, reicht euch dann da durch. Raus, zwei. Raus, zwei. Genau, die ganze Zeit. Kiste. Kiste. Zu früh. Ja, jetzt müssen wir erstmal das Ach, so, moin Leute, ich bin völlig im Arsch. Na, zwei Runden, habt ihr es gesehen? Hier, ja klar, warte. Hier, Schatzi. Warum kriegst du das diesmal nicht hin? Du musst hier festhalten, oder? Okay, so. Alter, ja. Arme sollte man wohl lang lassen. Ja. Das ist so. Ja, cool. Wie nach vorne, ich krieg den Schwerpunkt diesmal hier. Erzähl doch mal, analysier mal. Erst nach hinten gekippt, jetzt nach vorne gekippt. Und jetzt bleibe ich gleich in der Mitte. Wow! Oh nee. Ja, danke. Ich war ein bisschen aufgeregt. Aber du bist gut gefahren. Ja. Zwei Runden gefahren, ne? Ja. Aber ist das anstrengend? Ich bin völlig außer Atem. Wirklich. Mega anstrengend. Brauche ich nachher erstmal Energie-Gin Tonic. Oh nee. Ja, was macht ihr heute so Schönes? Erzählt mal. Oh, meine Raucherlunge noch. Oh. So. Also zwei Runden. Das dürfen wir leider nicht wegen Twitch, weil dann, weißt du, genau. Oh. Ja, Leute. So. Ist nicht so easy. Nicht so easy. Scheiße.
super. So, Schatz, freust du dich schon drauf? Ich werde jetzt, wir werden dich jetzt live begleiten. Das hätte ich jetzt nicht falsch gemacht, zu weit nach vorne, ne? Ich habe nicht geguckt, ich bin ja gefahren. Ey. Also ich habe nicht verstanden, wie man aufstehen soll. Bleib erstmal unten. Bleib erstmal unten. Das ist das Dann Beste. Bin ich jetzt so unten. Du musst die Arme ganz lang lassen. Ganz lang und drückst immer. Also das Wichtigste ist einfach die Arme ganz lang und immer runter drücken. Du bleibst im Arsch unten. Kann dir nichts passieren. So. Ja, ja. Nee, Paul, geh doch vorbei. Herr Schlepper. Nee, Herr Schlatter. Oh. So, auf geht's. Ich stelle mich mal. Achso, warte mal. Achso, danke schön. Ich komme noch. Ja. So, Paul. Ja, also das ist überwiegend. Also wir haben eine ziemlich coole Community hier bei Twitch. Und ach, die feiern natürlich, wenn Philipp jetzt hier Wasserski fährt und kommentieren das. Und das ist geil. Ja, das hatten wir wohl. Oh. Wir hatten das, Ossi, wir hatten vorhin gedacht, dass wir eine GoPro brauchen, aber wir haben keine mehr. Genau das gleiche hatten wir auch vor, dass er eigentlich eine Helmkamera hat. Unsere ist leider kaputt gegangen und ja. So, wie fühlst du dich? So, Philipp, gib Gas, gib alles. 110. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Alles macht er gut, das macht er gut. Die Position sieht gut aus. Ja, also wenn jemand noch eine GoPro liegen hat, immer gerne her. Wir werden das alles filmen dann. Fahren dann gerne nochmal her. Oh, er schafft es gut, ne? Wie es macht, macht die Kurve jetzt. Runter mit dem Arsch muss er jetzt. Ah, schafft er nicht. Jetzt kommt der Ruck, jetzt kommt der Ruck. Warte. Ah, gut, 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 gut. Gut. Da ist er letztes Mal rausgefallen. Super. Nicht schlecht. Ja, jetzt hat er es raus. Mal gucken, da hinten die Kurve ist auch noch mal tückisch. Richtig cool, gut. Und, aufpassen. Gut gemacht. Richtig gut. Oh, ich kann nicht mehr. Er ist so geil. Ja. Olli, ich muss dich nochmal filmen. Das ist irre, was du für Stunts drehst hier. Super, super. Oh, nee. Richtig cool. Ja, Philipp muss jetzt ein bisschen schwimmen da hinten. Macht der nichts, der will ja sowieso Diät machen. Ja, gut, ne? Nicht schlecht, ja, die Kurve ist schwer. Ja, ja, da kriegst du immer so einen Ruck rein. Ja, hast du auch schon gemerkt? Ja, ja. Aber wenn ich immer, ich bleibe immer da unten definitiv, weil ich fahre mal, versuche so weit es geht rechts zu fahren. Ja. Genau, und versuche dann unten zu bleiben. Genau, richtig. Ja. Weil wenn man zu weit in irgendwo dann wird der Ruck immer döller, ne? Genau, dann wird die Leine starr. Genau. Und das ist auch anders als bei den Kurven, der Winkel ist das dann. Ja, ja, genau. Einfach, also ich finde die Kurve manchmal auch ärger. Auf der anderen Seite, man kriegt richtig schön Geschwindigkeit dann für so Sprünge und so. Ach so, okay. So. Carsten, auch richtig cool. Das ist Carsten Janz vom NDR, ne? Genau. Der hat für Philipp, mit Philipp die Doku gedreht, damals, die im NDR lief. Genau. Willst du auch mal übernehmen? Hast du Lust dazu? Willst du auch mal übernehmen? Hast du Lust dazu? Ja? Cool. Kannst du ein bisschen mit den Quatschen, die schreiben ja mal gut da rein. Ja.
den Rücken latschen werden, glaube ich. Anstrengend, sieht gar nicht so aus, aber es ist mega anstrengend. Haut hin? Daniela, haut hin? Nee? Ah ja, das ist gut anstrengend. Ist Gürke auch gefahren? Gürke? Was mit dir? So, okay, ich muss zur Wache ziehen. Ich bin fast umgekommen. Ja? Ja, ich bin fast umgekommen. Ich bin heute einmal Wollen Sie noch mal etwas zu Ihrer Leistung sagen? Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Es hat Spaß gemacht, aber es ist mega anstrengend. Also wer meint, das ist mal so nebenbei schnell Wasserski, das ist sehr anstrengend. Du kennst das ja, ne? Ja. Das ist sehr anstrengend, oder? Ja. Ja, schon, ne? Dirk, komm jetzt mal. Weiß ich, ich glaube nicht. Nein, nein,
mal die Arme mal lang. Ja, dann musst du höher kommen. Wie geht's euch, Chat? Kannst so bleiben, das geht. Aber dann musst du noch ab, es wird noch machen. Chat redet mit mir. Dirk fährt jetzt gleich. So kann ich auch fahren. Du wolltest ja nicht. Ich dachte, ich muss mich da so drauf knien. So, seid ihr alle scheu oder wollt ihr? Daniel, Kameraführung bitte. Was? Kameraführung bitte. Das ist gut. Okay, nur was kriegen. Du bist auch einfach fertig. Gut. Er macht das gleich. Ja, weil ich dachte, ich muss. Soll ich übernehmen? Ich gleich übernehmen. Papa, kommst du mit? Ich muss mir Neo holen. Also hier im Chat wird Dirk gefordert. Dirk? Dirk? Hier im Chat bist du gefordert. Oh, ich hab's Gürkel. Wie lenkt man mit dem Brett? Das sieht richtig sexy aus. Marisa, willst du Dirk kommentieren? Wie lenkt man mit dem Brett? Oh, ich muss ihm jetzt einen Neoprenanzug holen. Dirk. Dirk, sag mal einmal so kurz vorher. Ja. Marisa, schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, Dirk, zeig uns jetzt mal, was eine Hake ist. Ja, ich will du. Was denn? Ja. So. Dirk, du schaffst das bestimmt. Eigentlich machst du es immer heimlich und wolltest jetzt hier einen auf cool tun, weißt du? Gut sehen, ja.
Ja, sie zieht ran, ne? Das ist. Ich dachte, du machst ein Einzelvideo, weißt du? Für Insta oder so. Dafür. Nein. Ach so, ich dachte. Ah, okay, warte mal. Wartest du? Kannst du einmal kurz. Ach so, na gut, dann ist egal. Parallel. Gurke gerade die Skier. Hört er was? Du gerade die Skier. Das erste Mal für den ersten Mal. Was denn? Ja, ja. Oh, ich kann nicht mehr. Wie gut ist das denn? Der fängt jetzt die Füße mitzunehmen. Wir haben jetzt 100, so zwischen 100 und. Ja, super Flachkörper, Dirk, genau. 10 Punkte Haltungsnote, schreibt die Community. Philipp hat es jetzt raus. Oh, Kurve kommt. Noch weiter runter. Oh, Kurve. Kann das gar nicht sehen. Oh. Paul. Oh. Ja. Paul, du sollst nicht hier Dirk nachmachen, ne? Wo ist denn Philipp? Oh, da hinten fährt er noch. Da, schaut mal. Ja. Oh, fährt noch. Oh, jetzt kommt seine Lieblingskurve. Warte, ich gehen wir schon mal hier rüber. Wartet. Da ist er. Ja, gekonnt ist gekonnt. Oh, Kurve kommt jetzt. Und hat er geschafft. Mega! Gut! Wir werden ihn wieder hören. Ja, du hast recht. Gut gemacht. Prima. Oh, Olli. Olli, alter Falter. Oh. Oh, super. Richtig gut. Ja, sehr lustig. Leute, es ist super witzig hier. Oh, Olli sah auch gerade lustig aus. Ich gehe mal an die Seite, vielleicht kann man da noch besser sehen. Hast du gut gemacht, Gucke. Und wie fühlt sich's an? Wie war? Gut. Ja? Wunderbar, ein Meter geschafft. Ja, dann nochmal jetzt, los. Ab geht die Post. Gleich nochmal. Was ist jetzt mit dir schon wieder reicht? Oder? Oh, ich muss mal Luft holen. Ich glaube, du erschrocken im kalten Wasser. Nee, jetzt vielleicht nicht, wenn man nachhilft. So. Wir warten mal gleich auf Herrn Schlaffer, was er sagt. Was mit euch da? So, Dirk, nicht hier gleich Pause machen, gleich weiter jetzt hier. Ja, geht gleich los. So. Das ist auch cool, da so auf dem Bauch. Sollte Philipp nochmal probieren, oder? Sollten wir mal überreden. Jetzt kann er ja Wasserski fahren. Jetzt kriegt er mal das andere Brett. Wie spät haben wir das denn? Ist das schon 11:30? Nee. Halb elf? Ach, das war gut.
Zwei Stunden. Zwei Stunden? Ne? Ja, halb elf. Ach so, ich dachte immer den ganzen Tag, aber das kann man gar nicht bezahlen, ne? Nee. Wie spät ist denn das? Heute nicht. Das ist doch halb zehn erst, oder nicht? Ja. Ja. Hä? Ist doch erst halb zehn, oder? Ich bin mal rumgekommen. Ich bin fast rumgekommen. Ja, hab ich gesehen. Ist ja richtig gut, Schatzi. Alter Falter. Und es wurde natürlich auch gleich schon erwähnt, dass du bestimmt wieder Laute von dir gibst. Und genau in dem Moment war es das so. Aber hier ist mir der Ski irgendwie nur weggerutscht. Geiles Shirt hat er an. Welches? Philips Shirt, ja? Oder was meinst du? Spencer. Ach so. Oh nee, ich würde sagen, wir können auch bald umswitchen, ne? Dass wir nochmal ein kleines Video von Gurke auch drehen. Ja, genau. Sag mal den Leuten hier, drehst du mal um. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das ist ganz schön anstrengend. Oh, von Mutter, Mutter. Also, vielleicht sehen wir uns nachher nochmal, oder? Ja. Gut, da ist Marissa noch einmal. So. Hi, hi. Da ist Marissa.